Ich möchte ganz kurz ausholen für die, die sich nicht mit beschäftigt haben. Und ich möchte auch diejenigen abholen, die sagen, das ist unethisch. So was macht man nicht. Ja? Und muss man vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen, warum ist dieses Thema überhaupt? Wir haben im alten Versicherungsvertragsgesetz vor 2008 zwei verschiedene Versionen eines Paragraphen gehabt, zwischen 1994 und 31.12.2007. Und dieser Paragraph hat den Versicherern eine Erleichterung gebracht. Nämlich die, wenn sie jetzt zufälligerweise einen Fehler gemacht haben bei der Belehrung eines Kunden, dann erlischt sein Widerrufsrecht spätestens ein Jahr nach Abschluss des Vertrages, exakt nach Zahlung des ersten Beitrages. Das hat ja auch zur Konsequenz, wenn der Versicherer gar nicht belegt hat, weil er gesagt hat, ist doch eh wurscht. Die, die im ersten Jahr abhauen, die will ich ohnehin nicht haben. Und die, die da noch da sind, die kommen nicht mehr raus. Das wollte der Gesetzgeber natürlich so nicht, aber das war Fakt. Und der Europäische Gerichtshof hatte dann im Dezember 2013 zu entscheiden, es war eine Vorlage des Bundesgerichtshofs, ob denn der Paragraph 5a VVG überhaupt zulässig ist, ob man denn sowas machen kann. Ja, weil gerade diese Ausprägung da war, dass die Versicherer vielfach falsch und oftmals gar nicht belehrt haben. Ja, da hat der Kunde gar nichts gekriegt. Und mit der Police hat er dann Unterlagen bekommen, die er nicht versteht. Und der Professor Römer hat mal gesagt, es spielt ja keine Rolle, ob der Kunde die Verbraucherinformation vor oder nach Abschluss nicht liest. Da hat er recht. Aber so war es vom Gesetzgeber nicht gedacht. Und dann hat der Europäische Gerichtshof gesagt, also Herrschaften, so geht's nicht. Das ist europarechtswidrig. Diesen Paragraphen, den gibt es nicht. Und dann hat man im Nachgang sich natürlich Gedanken gemacht und hat sich überlegt, okay, wenn das jetzt so ist, dann müssen wir doch mal nachgucken, wie oft ist denn das vorgekommen. Und dann haben sich Leute mit beschäftigt, auch Kollegen von Ihnen, und haben festgestellt, aua, viele Versicherer sind fahrlässig umgegangen mit ihrer Beratung.